Mark Bernicker, seit 1999 mittlerweile als Internetunternehmer aktiv und in der Zwischenzeit dann zwei eigene Internetfirmen aufgebaut, die dann gekauft wurden. Und nach dem Verkauf der zweiten Firma im 2006 bin ich sozusagen auf die Investmentseite gewechselt und habe mich damals schon auf den Fintech-Bereich fokussiert, in dem Sinn in einer Zeit, wo noch nicht jeder und jede sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Die erste Firma Usgang.ch war eine Nightlife-Plattform. Damals als Student mit meinem Sitznachbarn vom Gymnasium aufgebaut. Mit 3.000 Franken Taschengeld war eben noch ein bisschen eine andere Zeit. Und wir konnten beide weder programmieren noch designen, noch hatten wir sonst irgendwelche IT-Skills. Also wir hatten die Idee und haben dann einfach die Leute, sprich Programmierer, dazu geholt, die dann das auch umsetzen konnten. Aber das, was mich eigentlich immer angetrieben hat, ist, was gibt es für Ideen? Und dadurch, dass ich früh mit Computern in Berührung gekommen bin, was bestehen für Möglichkeiten, wo eigentlich der Computer oder eben dann das Internet bestehende Wertschöpfungsketten verändern kann? Und das ist eigentlich das, was mich bis heute als Unternehmer fasziniert, jetzt eben seit 6 Jahren primär im Fintech-Bereich, weil man dort sehr wahrscheinlich immer noch sehr stark zurückhinkt, verglichen zu anderen Industrien. Als wir damals mit Next Generation Finance Invest angefangen haben, in dieses Themenfeld Digitalisierung, Banken, Finanzindustrie, Finance 2.0 Fintech zu investieren, waren wir der erste und einzige Fintech-only Investment-Arm, den es eigentlich gab in Europa. Das kann man sich jetzt heute gar nicht mehr vorstellen, aber damals war es wirklich so, dass eigentlich kein VC dezidiert in dieses Segment investiert hat. Gleichzeitig gab es auch nicht viele Firmen, die diese Kriterien erfüllt haben. Also wir haben damals rund 30 Firmen in Europa identifiziert, wo wir gesagt hätten, in die würden wir jetzt mit dieser Idee Venture Capital im Digitalisierungsbereich von Finanzdienstleistungen investieren. Also war effektiv einfach eine sehr kleine Community und dementsprechend auch ein absolutes Nischenthema. Das geht so weit, dass wir mit vielen Leuten gesprochen haben, damals, die heute enorme Verfechter der Fintech-Entwicklung sind, die damals uns eigentlich nicht geglaubt haben, dass die Digitalisierung auch die Finanzindustrie in dem Ausmaß verändern wird. Das ist immer interessant, wie schnell dann gewisse Überzeugungen sich ins andere Extrem bewegen können. Und ich sehe da eigentlich sehr große Parallelen zur digitalen Revolution, weil als wir im 99 mit dieser Online-Plattform an den Start gegangen sind, haben uns die ganzen Verlage ausgelacht und gemeint, das Internet ist eine Zwischenphase, ein Randphänomen. Und einige Jahre später haben ja dann insbesondere die Verlage, also auch in unserem Fall, dann diese ganzen Plattformen akquiriert, weil sie schlichtweg selber nicht in der Lage waren und das teilweise bis heute an und für sich die digitalen Kanäle für ihre Geschäftsmodelle zu nutzen. Und deswegen sehe ich eigentlich, und das fasziniert mich natürlich auch in diesem Fintech-Bereich, sehr viele Parallelen, die wir damals im 99 schon im Internet gesehen haben. Ich glaube nicht, dass man zwingend dadurch erfolgreich ist, nur weil man der Erste ist. Es gab auch vor Facebook und Google schon Social Networks und Suchmaschinen. Also das Timing ist sicher sehr relevant. Glück sowieso, das braucht man als Unternehmer immer. Aber ich finde es schon lustig, wenn ich schaue, wer sich heute alles als Fintech-Experte bezeichnet und welche Journalisten nur noch Fintech-Stories suchen. Und die gleichen Leute waren teilweise vor 5, 6 Jahren komplett desinteressiert, weil sie einfach nicht das Potenzial des Themas gesehen haben. Also so dreht sich dann teilweise der Spieß. Gibt natürlich eine gewisse Genugtuung, einerseits, weil man vielleicht gewisse spannende Themen schon etwas früher erkannt hat und jetzt in unserem Fall ganz konkret als Investor, man lebt am Schluss dadurch, dass man, bevor alle anderen kommen, in die richtigen Firmen und Themen investiert. Wir sind jetzt gerade dabei, einige unserer Hauptinvestments zu verkaufen. Wir bringen eine große Social Trading Plattform jetzt in Singapur an die Börse. Also jetzt, wo eigentlich alle unbedingt im Fintech-Bereich dabei sein wollen und damit auch die Bewertungen
extrem höher geworden sind, teilweise aus meiner Sicht auch viel zu hoch, ist es natürlich sehr angenehm, wenn man in der letzten Zeit Firmen aufbauen konnte, die profitabel sind, was im Moment sehr wenige Fintech-Firmen sind, die sehr stark wachsen, die substanziell Umsatz machen, was es auch nicht so viele Firmen insbesondere leider in der Schweiz gibt, und man eben eigentlich darauf basierend auch seinen konkreten Erfolg feiern kann, weil man eben nicht mit der ganzen Masse in dieses Thema erst reingekommen ist. Ich glaube, am Schluss, der Erfolg basiert auf erfolgreichen Unternehmen und erfolgreichen Gründern. Und da kann man noch so viele Förderinstitute und Verbände aufbauen. Das ist schön, aber der Erfolg einer Fintech-Szene Schweiz wird sich am Schluss einzig und allein über erfolgreiche Gründer und Firmen definieren. Und darauf sollte eigentlich der Fokus liegen. Die Geschichte zeigt halt, dass wenn man nicht genug große Pläne hat und eine Passion, um wirklich bis ans Limit zu gehen, dann kann man erfolgreich eine Firma aufbauen, aber es wird dann sehr wahrscheinlich nicht der globale erfolgreiche Player. Und das fehlt sehr wahrscheinlich häufig in der Schweiz. Ich meine, man bringt ja dann immer auch die Beispiele von global erfolgreichen Unternehmen, die in der Schweiz gestartet sind. Und das waren eben genau solche Persönlichkeiten. Das war aber häufig auch vor vielen Jahrzehnten. Und was uns natürlich jetzt fehlt, insbesondere jetzt auch in dem Fintech-Bereich, dass wir wirklich aus der Schweiz heraus Firmen haben, die jetzt nicht nur in der Deutschschweiz erfolgreich sind und dann als nächste große Ambition in die Romandie gehen und umgekehrt, sondern dass wir wirklich Firmen haben, die sagen, wir wollen Europamarktführer, Weltmarktführer werden in gewissen Bereichen, weil nur so, glaube ich, haben wir eigentlich eine Chance, durch dieses Ökosystem, das dann auch eine globale Strahlkraft erreicht, wirklich erfolgreich zu sein und nachhaltig erfolgreich zu sein, weil ja, im Internetbereich sind die Grenzen sind halt nicht vorhanden, wie sie vielleicht in anderen Industrien funktionieren. Ich bin ja in dem Sinn zwischen Berlin und Zürich im Moment derzeit unterwegs, früher viel auch in London. Und das liegt halt am Schluss einzig und allein daran, dass man als Unternehmer dorthin gehen muss, wo man seine unternehmerischen Ambitionen am besten verwirklichen kann. Klar ist es schön, wenn man gerade das Glück hat, dass man in der Stadt, wo man aufgewachsen ist, auch gerade gründen kann und alles funktioniert. Aber es ist am Schluss halt so, dass es gewisse Orte gibt, die insbesondere im digitalen Bereich halt global Talente anziehen. Ich würde da Zürich grundsätzlich auch dazu zählen, aber eben was uns fehlt, sind die bisher wirklich durchschlagenden, erfolgreichen Beispiele, wie sie in Deutschland und vor allem in Berlin halt existieren. Und dadurch dieser Ökosystemgedanke, ich bin ja nicht der einzige Zürcher Internetunternehmer, der sich mittlerweile primär in Berlin bewegt. Das ist eine Entwicklung, die, glaube ich, auch objektiv gesehen einfach stattfindet. Grundsätzlich glaube ich, dass das ja auch nicht ein Entweder-Oder ist. Gerade wenn eine Firma eine gewisse Größe hat, kann es wiederum sehr interessant sein, stark auch aus der Schweiz tätig zu sein. Gewisse Talente sind Zugang ETH, IPFL, auch aus der Schweiz eigentlich besser erschlossen als in anderen Regionen. Auf der anderen Seite ja, ist ja offensichtlich, Berlin ist massiv günstiger, ich habe viel mehr Talente, ist alles viel größer, globaler, dass heute auch die Organisationen anders funktionieren und vielleicht einen großen Teil dann auch als Zürcher oder Schweizer Startup eben nicht ausschließlich in der Schweiz anstellen. Das ist, glaube ich, eine allgemeine Entwicklung. Das ist ja, sage ich mal, gerade im Fintech-Bereich ausnahmsweise wirklich interessant, dass man den Schweizer Markt, ich meine Asset Management, gewisse andere Bereiche, der ist extrem groß. Also das sind dann eben nicht die 8 Millionen Schweizer, die, wenn ich im E-Commerce-Bereich bin, automatisch dann auch das Potenzial limitieren, sondern ich kann auch im Schweizer Markt sehr viel bewegen. Aber auch da ist dann wieder die Frage, wo liegt die Ambition? Eben wenn Sie heute das Glück haben, in China im Fintech-Bereich in einer Stadt, die wir noch nie gehört haben, aktiv zu sein, haben sie mehr potenzielle Kunden im Retail-Bereich in dieser Stadt als bei uns im ganzen Land. Also das hängt halt dann am Schluss sehr stark davon ab, bin ich im Retail-Bereich aktiv, wo natürlich die Marktgröße, die Anzahl Konsumenten im Zentrum steht. Wenn ich im B2B-Bereich bin, wenn ich in gewissen Branchen, Private Banking, Asset Management aktiv bin, dann kann das natürlich wiederum interessant sein. Ich meine, die Schweiz hat mehr
Vermögensverwalter, oder ich glaube alleine Zürich und Genf, unabhängig voneinander aus ganz Deutschland zusammen. Also das sind dann wieder plötzlich Märkte, die sehr interessant sind. Wenn man natürlich schaut, worüber wird berichtet, sind es natürlich eben nicht die interessanten B2B-Cases, wo der Schweizer Markt eigentlich interessant wäre, sondern meistens irgendwelche tollen Endkonsumentenprodukte. Und da haben wir halt schlussendlich einfach diese Limitierung durch den extrem kleinen Markt. Und solange man in dem Sinn den nicht als Testmarkt, und das sage ich bewusst brutal, eigentlich anschaut, ich meine, wir sind 20 mal weniger Deutschschweizer als Deutsche, dann hat man automatisch halt einfach einen komplett anderen Case, adressiert damit komplett andere Investoren. Also deswegen auch die wenigen Fintech-Startups aus der Schweiz, die internationale Investoren anziehen konnten, die kann man ja im Moment an einer Hand abzählen. Die haben alle eine globale Ambition. Generell würde ich sagen, dass im angrenzenden, also eben Deutschland, aber auch UK, häufig aggressiver gewachsen wird und skaliert wird. Also eben bei uns Firmen, die dann über 100 Mitarbeiter haben, gibt es ja im Startup-Bereich, also sprich Firmen, die dann vielleicht erst ein, zwei Jahre sind, nicht wahnsinnig viel. Wenn ich schaue, wie viele solche Unternehmen in London oder in Berlin unterwegs sind, dann erschrickt man teilweise. Also die stellen dann jeden Monat mehr Leute ein, als hier die Firmen vielleicht dann nach drei, vier Jahren total beschäftigen. Also diesen von Anfang an auch viel aggressiveren Wachstumskurs hängt dann auch natürlich wieder davon ab, was hat man für Investoren. Sind es Investoren, die eben nur Unternehmen unterstützen, die sehr aggressiv wachsen, wo wir vielleicht als Schweizer eher sagen, lasst uns mal Step by Step, organisch, nachhaltig, obwohl das ja nicht heißt, dass es nicht nachhaltig ist, wenn man schneller skaliert, aber eben so ein bisschen die Schweizer Bescheidenheit, die da reinkommt, das ist sicher ein großer Unterschied. Was in der Schweiz sicher auch eine Eigenheit ist, wir sind nicht gleich preissensitiv. Also wenn Sie in Deutschland mit einem neuen Produkt kommen und das günstiger positionieren als der Wettbewerber, dann ist das häufig schon ein guter USP, ein Verkaufsargument, währenddem in der Schweiz der Preis immer noch, also die Elastizitätskurve hier ist verhältnismäßig limitiert, weil uns geht es auch halt immer noch sehr gut. Wir bezahlen was für unsere Bankkunden. Das ist ja auch in dem Sinn ein Phänomen. In Deutschland bekommen Sie sogar was, wenn Sie Geld auf die Banken überweisen. Es ist einfach ein bisschen ein anderes Rahmensetup und dementsprechend entstehen halt auch ganz andere Businessmodelle. Oder? Generell sollte das die Eigenschaft eines guten Unternehmers sein, dass er sich mal als allererstes auf einen konkreten Kundennutzen fokussiert, mit dem er Geld verdienen kann. Also wo kann er etwas besser, günstiger, effizienter, transparenter, schöner anbieten wie die bestehenden Angebote? Und darauf basieren, wie kann ich daraus ein nachhaltiges und genug großes Geschäft aufbauen. Und ich glaube, an diese Grundfrage, die aus meiner Sicht am Anfang stehen sollte, auch von jedem Businessplan, jedem Pitch, scheitern leider schon viele Unternehmer, weil die häufig in irgendwelchen Themen sich drin bewegen, die spannend sind. Und erst dann mittelbar sich mit der Frage beschäftigen, ja, was ist dann effektiv der Kundennutzen. Und deswegen glaube ich, sollte das immer die Anfangsfragestellung sein. Und das heißt jetzt konkret auf den Schweizer Fintech-Markt, oder wo gibt es Ineffizienzen, wo gibt es Bedürfnisse von Kunden, die nicht abgedeckt werden, wo gibt es vielleicht auch ein Mismatch von Kosten und theoretisch abbildbaren Gebühren. Die Frage ist halt, sind die Angebote, die es gibt, genug groß, genug ambitioniert, um dann wirklich eine entscheidende Rolle zu spielen? Also eben, meine, es gibt da genug Lending, Crowdfunding, wo auch immer man diese Modelle sucht. Wie groß sind die Player, die in der Schweiz diese Themen abdecken, und wie groß sind sie in anderen Märkten? Und ich würde sagen, das ist ja auch generell ein Phänomen, dass viele von diesen Lösungen inhaltlich sehr gut mithalten können, aber einfach von den Zahlen dahinter liegen, sprich ganz simpel Umsatz, Revenue, Customer Base, teilweise nicht auf die kritische Masse kommen, die es benötigt, um erfolgreich zu sein. Ich würde sagen, wenn ja der Schweizer Markt als Startmarkt funktioniert, gibt es eigentlich keinen Grund, um die Zelte abzubrechen, wie du sagst, aber um zu wachsen, gibt es viele Gründe, um dann ins Ausland zu expandieren. Es ist halt einfach auch automatisch kompetitiver, also das muss man natürlich auch sehen, nur weil man ins Ausland geht und mehr Leute adressiert, hat man nicht automatisch mehr Erfolg, weil
Auch ganz klar, man hat dadurch natürlich viel mehr Konkurrenz. Und es hat ja auch eine Eigenschaft oder eine Eigenheit in der Schweiz, dass es viele globale Player, sei das eine eBay versus Ricardo, eine Groupon versus Deindeal, die ziemlich überall in der Welt sehr erfolgreich sind, nicht geschafft haben, im Schweizer Markt erfolgreich zu sein. Also gerade bei digitalen Angeboten haben wir hier sicher einen sehr speziellen Markt. Ja, ich glaube, dass nachdem jetzt eben viele Leute eigentlich das Thema Fintech auch entdeckt haben und sich in dem Bereich jetzt irgendwelche interessanten Geschäftsmodelle herausgepickt haben, auch die Medien natürlich jetzt einige Unternehmen etwas in den Vordergrund gestellt haben und man natürlich irgendwann an den Punkt kommt und sagt, so, vor 2 Jahren haben alle gesagt, das ist das nächste große Ding, jetzt lasst uns mal anschauen, was ist in der Zwischenzeit unterliegend passiert. Und das ist eine gesunde Entwicklung, wird man sicher jetzt eine Phase auch der Ernüchterung sehen, wo man einfach merkt, das gehört zum Unternehmerdasein dazu. Es sind nicht alle ursprünglich gemachten Pläne haben sich materialisiert. Es sind nicht alle hochfliegenden Ambitionen danach umgesetzt worden. Und man eben jetzt viel stärker sich darauf fokussiert, was sind wirklich Modelle mit Kundennutzen, wo man Geld verdienen kann, wo man nachhaltig skalieren kann, wo effektiv sich dann die Angebote durchsetzen, die auch wirtschaftlich funktionieren. In den USA funktioniert das sehr wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Da können Sie auch, wenn Sie vielleicht wirtschaftlich nicht unbedingt erfolgreich sind, mit einer guten Technologie und einem guten Team immer noch erfolgreich einen Exit erzielen, weil sie eben dann über einen großen Player andersweitig das Ganze monetarisieren können. Ich glaube, diese Exit-Kanäle sind bei uns schwieriger, weil wir schlichtweg nicht diese Käufer haben in unserem eben auch wieder sehr kleinen Markt. Aber ich glaube, das ist eine der Entwicklungen in den nächsten Monaten. Und wie gesagt, ich glaube, die ist auch sehr gesund. Und wie überall, das war damals in der Internet-Euphorie auch schon so, es wird dann Leute geben, und die gibt es ja jetzt schon, die sagen, Fintech wurde überschätzt. Es ist doch nicht alles so, wie man gedacht hat. Und was sieht man heute? Oder genau die gleichen Geschehnisse sind schon passiert. Und trotzdem haben wir Firmen wie Amazon, die mehrfach totgeschwiegen wurden, die wiederum so stark wie noch nie waren. Also ich bin auch da überzeugt, dass nach dem im Moment stattfindenden Hype im Fintech-Bereich das Gegenteil erfolgen wird. Die gleichen Journalisten, die vor einigen Jahren noch gar nicht sich mit dem Thema beschäftigt haben und jetzt nur das Positive sehen, in der nächsten Zeit sich auf nur das Negative fokussieren werden. Und dann, wenn man eine gewisse Distanz hat, in 2 bis 3 Jahren wird man dann sehen, es wird Firmen geben, die sich erfolgreich behauptet haben. Das sind vielleicht solche, die nicht bisher so stark im Rampenlicht gestanden sind, was teilweise auch eine Eigenschaft ist von erfolgreichen Unternehmen, dass die sich primär aufs Geschäft und weniger auf die Pressearbeit fokussieren und wir dann eigentlich in diese, ich sag mal, Nachkonsolidierungsphase kommen werden, wo dann effektiv dieser Shift, diese Transformation mit den Firmen, die sich dann behaupten konnten, stattfinden wird. Und das ist aus meiner Sicht eine normale und auch sehr gesunde Entwicklung. Und als Unternehmer hofft man natürlich, dass man das Unternehmen mit aufgebaut hat, das dann erfolgreich durch eine solche Welle durchgeht, und als Investor, dass man in die richtigen Unternehmen investiert hat. Und für alle anderen ist es sicher immer eine enorme Lebenserfahrung. Also ich sehe das auch sehr pragmatisch, dass auch aus den 9 von 10, die vielleicht nicht den Erfolg haben, den man ja am Anfang gedacht hat, trotzdem viele interessante Dinge entstehen. Ich persönlich bin gespannt, eben diese Phase, eigentlich jetzt auch noch die nächste Phase dann mitzuerleben, nachdem man von der Ignoranz zur in die Höhe jubeln, wieder das andere Extrem jetzt vor uns durchspielen wird. Und bin davon überzeugt, dass wir massive Veränderungen sehen werden im Fintech-Bereich. Ich hoffe, dass es das eine oder andere Schweizer Unternehmen dabei haben wird, dass diese Transformation und diese fundamentale Veränderungen im Finanzbereich mitgestalten können. Und ja, glaube ich am Schluss, und das ist das Schöne, der Markt und die erfolgreichen Unternehmen werden eigentlich die sein, die diese effektiven Veränderungen dann mitgestalten können. Und ja, schaue eigentlich sehr zuversichtlich auch in die Phase, wo es vielleicht eben etwas weniger Hype und mehr Substanz brauchen wird.